Hallo und willkommen zurück bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Meine Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig. Viel zu lustig. Und wir sind ja jetzt auf dem Weg zu Mr. Garrison. Schau gerade nur mal, da ist noch alles zu. Okay. Dann geht's wohl weiter. Schauen wir mal, was der... Oh. Soll ich dir die Fresse polieren? Selbstverständlich. Eindringlinge kriegen auf die Fresse! Können wir so da drüber? Nein. Ah, Moment. Oh, Moment. Ja, das hier hätten wir jetzt, aber wie komme ich jetzt da drüber? Ah, bin ich so blöd. Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Moment. Ah, okay, einwandfrei. Okay. Da muss ich jetzt überall mal schauen, ob das so geht. Oh gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Selbstverständlich. Ich habe das Feedback vom Direktor bekommen, dass unser Gespräch über das Geschlecht, ich meine über Gender, nicht präzise genug war. Und also er hat mir ein paar Richtlinien gegeben, wie ich dir gründlicher helfen kann, dein Gender zu erkennen. Okay. Ist das Geschlecht, mit dem du geboren wurdest, auch das, mit dem du dich jetzt identifizierst? Ja. Oh, okay, super. Also wie du weißt, bedeutet das, du bist cisgender. Yeah. Super. Als nächstes sprechen wir im Zusammenhang mit deinem Geschlecht über deine Sexualität. Also viele denken, dass Geschlecht und Sexualität dasselbe sind, aber nein, das stimmt nicht, nein. Okay. Also, wie würdest du das Geschlecht der Personen bezeichnen, die du, sexuell anziehend findest? Ich würde mal weder noch alle, weder noch Tiere sind natürlich auch was Leckeres. Nein, Spaß, Mädchen. Okay, das heißt, du bist hetero oder auch heterosexuell. Okay. Okay. Ja. Oh, ich habe ein neues Geschlecht. Yay. Yeah. Schön, dass wir das besprochen haben, okay? Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Das war alles. Ja, jetzt werde ich eh wieder verprügelt. Ich weiß genau, jetzt kommen wieder die Hinterwäldler. Und? Und? Ja, was fällt mir eigentlich die auf Mädchen? Um Gottes Willen, nein. Oder? Das sind sie! Hey, da ist ja dieser Junge! Ja, so ein Cisgender! Und auch noch heterosexuell! Gottes Willen! Dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! So geil, die Hinterwäldler, Alter. Mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Ja, ich pupse einfach mal vor mich hin. Weil das kann ich eigentlich am besten. Komm, mach ihn platt. So mit deiner Scheiße bin ich öfter sehen. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, cool, mach du auch mal was. Geil. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Na, was hat er denn jetzt geschmissen? Der andere ist... Hallo. Ja, suboptimal. Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Ja, guter Mann. Alter, warum bin ich jetzt nicht mehr dran? Was Beschiss. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Hör mal los. Spüre die Macht des Diabetes. Ja. Ja, damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. Toll, hast du gut gemacht. Hast du echt gut gemacht, Mr. Diabetes. Wer will verstümmelt werden? Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Eine Red Bull-Dose. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. So geil.
Diabetes ist zäh. Alter, Captain Diabetes ist mitunter einer meiner absoluten Lieblingshelden hier. Weltklasse, der Captain Diabetes. So, lass den Scheiß. Ich bin dran. Oh, Diabetes, jetzt reicht's aber mal. Sag mal, hast du zugenommen? Oh, wow, hat er nicht gesagt. Jetzt hau dem Diabetes mal auf die Fresse, ey, das gibt's doch nicht. Kann ich nicht. Warum nicht? Ah, aber ihnen kann ich eine Kopfnuss verpassen. Kann ich auch nicht. Das ist äußerst schlicht. Jetzt wird gekuhnt. Gekuhnt. Nice, du hast offensichtlich geübt, Kuhn. Naja, der hier kann eigentlich nichts. Der hat nicht viel drauf. So, jetzt machen wir den mal platt. Bom. Und dann kümmern wir uns hier um... Ich sag mal auf für dich, Alter. Kuhn wird nicht mehr lange durchhalten. Ja, was soll ich jetzt... Kuhn, du musst jetzt hier deine... Kuhn ist der gefährlichste Kuhn. Jetzt geht's ab. Kuhn the move. Sehr geil. Wir sind fertig. Ich habe fertig. Geil. Vorurteilsansturm. DNA. Oh, und ich habe einen neuen Artefaktplatz. Sehr geil. Was mir jetzt eigentlich aufgefallen ist, ich habe schon lange nicht mehr gesucht nach diesen, wie hieß das nochmal? Unterschwelligen Beleidigungen. Wisst ihr? Da hatten wir doch mal den einen Typen da verprügelt. Ich muss mal schauen, ob, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, auf X, glaube ich. So, jetzt schauen wir erstmal, was das hier ist. Eine synthetische Geschwindigkeitsverstärkung, die sich für jede Kräftekombination eignet, wandelt das unglaubliche Tempo von Hinterweltler-Vorurteilen in physische Geschwindigkeit um. Naja, brauchen wir nicht. So, hier unten haben wir noch was. Aber was... Ja, was haben wir denn da? Ah, okay. Geil. So, das haben wir jetzt geschafft. Und dann würde ich mal... Gehen wir zum Sheriff? Oder gehen wir erst zu... Ich würde sagen, wir beamen uns schnell mal hier zu ihm hin. Weil dann schauen wir mal, wo die Katzen noch sind. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil das ging ja jetzt recht flott hier mit der... Läuft gut, Wunderarsch. Mit der Geschlechterwahl. Von daher... Bitte schön. Gehen wir mal schauen, wo seine Lieblingskatzen so unterwegs sind. Ah, vermündet dann noch nicht freigeschaltet, okay. So, nein. Das ist wohl das falsche Haus. Wo wohnt er wieder? Ah, eins weiter. Ups. Ganz klar mein Fehler. Ah, ja. Es fehlen immer noch ein paar von meinen Miezis. Hast du noch welche gesehen? Hey, mein Superheldchen, hast du noch ein paar von meinen Kätzchen gefunden? Du solltest nicht ruhen, bevor du all meine Kätzchen gefunden hast. Danke, dass du meine Muschis rettest, Stinkemäuschen. Aber du hast noch nicht alle gefunden. Ja, ein Tipp wäre jetzt vielleicht nicht schlecht gewesen, aber... Ich habe gedacht, ich bekomme noch einen Tipp, aber egal. So, wo ist das Polizeirevier? Da. Da müssen wir ja eigentlich nur gerade auslaufen. Das ist richtig, ne? Ja, dann machen wir das. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch was. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch Katzen waren. Wir gehen jetzt auch mehr zu Fuß, nur die Schnellreise benutzen wir. Die Schnellreise benutzen wir nur dann, wenn es auch Sinn macht. Also wenn wir jetzt wirklich schnell irgendwo hin wollen. Kann ich auch... Kleber brauche ich eigentlich immer, ne? Gibt es hier auch Flaschen? Jawohl.
glaube, es fehlt noch eine Katze. Aber ich habe echt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo die ist. So, hier haben wir alles. Oh, wir haben wieder was in unserer magischen Kiste. Da müssen wir dann bei Gelegenheit auch wieder hingehen, sobald wir das Kuhn-Versteck wieder erreichen sollen. Würde ich mal so sagen. Den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Ah, unser Freund. Öffnungszeiten nie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, wir kassieren hier immer noch ein bisschen Kleingeld. Wieso auch nicht, ne? South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Das ist falsch. Oh, wieder ein paar Sechsklässler. Sehr gut. Ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Eine herzhafte Schlägerei. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Klar. Feuer frei. Klar. Der Wirklassmüll muss mal rausgebracht werden. Mikroaggression. Schlag ihn. Ah. Ja. Da sind wir wieder. Ich habe es gerade eben noch erwähnt. Wahnsinn. Und jetzt ist es schon soweit. Nein, du kotzt mich nicht voll, mein Freund. Du nicht. Es tut mir echt leid, aber du nicht, mein Freund. Deine Scheiße will ich öfter sehen. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Oh, das klappt sogar. Der Kuhn macht sogar mal was gut, hat einen gekillt. Sehr geil gemacht, Cartman. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Ja, wir werden immer besser, ne? Ja, ja. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Viertklässler versohlen, geile Sache. Oha. Was darf von deinem Freund passieren? Ich bin wieder da, wieder. Oh nee, jetzt schon nochmal der da. Bitte keine Nasenscheide, mein Verkrümmung. Oh Mann, das Schlimme ist, wisst ihr, wie das... Okay, man sieht dich. Wisst ihr, wie das hier ausgeht? Im finalen Kampf kommt 100% der Kerl und macht die Entscheidung. 100%. Irgend so etwas kommt noch. Das hab ich kaum gesehen. Sonst wird er nicht die ganze Zeit hier wieder auftauchen. Dann würde ich ja meinen Arsch drauf verwetten. Bin ich jetzt endlich dran? Also, falls das natürlich dann einer zuhört oder gesehen hat. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. So, und jetzt kommt noch einmal Diabetes. Ciao, ciao. Gut in dem Spiel. Klar, ich bin der Beste. Sechsklässler gibt es hier aber jede Menge, muss ich feststellen. Ne? Die Raisin Girls haben wir jetzt, glaube ich, alle erledigt gehabt. Aber hier kommt ja gar keine Anzeige mehr dazu. Aber so eine gesunde Schlägerei schadet ja auch niemandem. So, hier sind wir erstmal. Kammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Ist hier hinten irgendwas? Keine Ahnung, keine Ahnung. Können wir hier irgendwo hoch? Die Kirche, da waren wir gerade, ne? Oh, gehen wir einfach mal schauen, was die Polizei so meint. Vielleicht hinten in dem bewaldeten Gebiet. Durch. Vielleicht ist da noch eine Katze. Das kann natürlich sein. Was ist denn das? Ein Peniskopf. Kann ich den Feueralarm ziehen? Nein. Ja, dann würde ich sagen. Hey, kleiner
kleiner Verbrecherschreck, du bist wieder da? Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Wie sich herausgestellt hat, ist der Abschaum von gestern nur eine ganz kleine Nummer. Der echte Oberboss muss irgendwo hier sein. Auf deinem Handy, das ich in der Hand halte. Danke, dass ich dein Handy dafür haben durfte. Er versteckt sich in der riesigen Villa, die er mit Blutgeld gekauft hat, dieser Penner. Das ist eine ganz andere Nummer, Verbrecherschreck. Sein Haus ist eine Festung. Jedes Fenster und jede Tür ist mit einem Hightech-Sicherheitssystem verbunden. Du brauchst das. Hiermit kannst du sein Sicherheitssystem hacken, um dich reinzuschleichen. Polizei hacken, das ist, glaube ich, einfach nur eine Fernbedienung. Ja, da würde ich sagen, gehen wir einfach mal hin. Schauen wir mal, was uns erwartet. Das ist die Villa, ne? Geh zum Haus der Kingpins. Und dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Sollte ja eigentlich nicht so viel passieren können. Sollte man meinen. Ich hoffe, diesmal ist die Polizeiaufnahme auch auf der Aufnahme drauf. Das letzte Mal hatte ich ja versagt. Ist die Aufnahme leider verloren gegangen. Aber nicht weiter tragisch, da war es jetzt nicht so spannend. Hier, Mietz, komm, Mietzi. Ist da noch eine Katze? Ja, dann haben wir jetzt noch einen Kampf gegen die Sechsklässler. Hier, Viertklässler. Komm, die Katze wäre jetzt natürlich der Hammer. Wer will zuerst? Hier, ich. Du schon. Klar. Boah, sogar mal perfekte Treffer, hä? Aber. Mikroaggression. Schlag ihn. Au. Jawohl. Ich kann nichts machen. Das ist schon mal wichtig mit der Mikroaggression. Ja, es tut mir leid, aber dich mache ich gerade platt. Wo ist er denn? Ist er schon tot? Ah, das ist der falsche. Hups. Es war tatsächlich der falsche. Aber macht nichts, die haben nichts drauf. Guten Abend, gute Nacht. Captain Diabetes. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Ich bin dran. Versuch's doch, Wigbert. So geil. Ciao, ciao. Ha, nimm das, Bitch. So, jetzt sind nur noch zwei übrig. Einer brennt. Und der andere... Ja, der eine ist verbrannt. Kettendiabetes ist kampfbereit. Ja, jau. Ein gründliches Fisting. Ah, das hier dürfte jetzt kein Problem sein. Den überlassen wir Kettendiabetes. Ui, der ist jetzt am Pinkeln. Bin ich schon am Zug? Okay. Oh, ich brauche. Sehr gut, Wunderarsch. Willkommen in Coontown. Das läuft genau wie geplant. Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack. Ja, das kann man so sagen. Es war kein schlechter Kampf. Sag mir Hundescheiße, wenn sich das nicht mal gelohnt hat. Zeitfurzschrecken. Die kriegen wir auch noch voll. Turbogeistanzug. Cool.
Ist hier noch eine Katze? Nö. Schade. Oh mein Gott, Wieslinge fertig zu machen hat sowas Emanzipatorisches. Au! Chill doch mal ein bisschen. Ja, jetzt wird hier, schade gedacht, ich hätte sie schon alle, aber heute werden wir eigentlich hauptsächlich nur kämpfen. Los geht's, Furzlaub. Ich. Aber gegen die hier kämpfe ich nicht gerne mit ihrem mit ihren scheiß Attacken hier. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Erstmal schön durchnudeln. Wer kennt es nicht? Captain Diabetes fürchtet nichts. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Wer hat hier eine? So, ja, wir versuchen natürlich hier alles frei zu bekommen dadurch. So eine geile Scheiße bin ich öfter sehen. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Nimm das, Süßi. Toll. Okay, los geht's. Auf sie, Wunderarsch. Nicht schlecht, Neuer. Aber solange sie nicht die Dicken auf ihrer Seite haben, ist das alles egal. Jetzt nicht gesehen. Ging mir zu weit am Arsch vorbei. Scheiße, Super Craig. Hab mal Respekt vor deinen Kollegen. Jetzt auf einmal. Ja. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Die Sprüche sind einfach... Auch wenn sie 100 Mal kommen, sie sind einfach Weltklasse. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Das ist nicht okay. Oh, bin ich dran? Ja, ich kann aber nichts machen. Bom. Das hast du verdient. Klar hat sie das verdient. Brauchen mehr EP. So. Wir gehen mal noch. Ah, ist gesperrt. Schade. Ich wollte mal so nebenbei mal noch da hingehen. Vielleicht hat sich ja was geändert, aber. Ja. Hier weiß ich immer noch nicht so genau, was ich hier machen soll. Aber vielleicht ergibt sich da ja noch was. Hier, die Katze haben wir gefunden. Anscheinend haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder so. Geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Alles klar, Chef. Wird gemacht, Chef. Schauen wir mal, was uns heute hier erwartet. Vielleicht finden wir auch noch eine Katze. Da ist er. Guck mal, wer ist das? Der Polizist. Heute nicht, Sir. Heute nicht. Bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus. Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist. Ich würde sagen, Herausforderung angenommen. Ja... Nochmal kriegt ihr mich nicht. Diesmal habe ich Verstärkung. Haben wir... Oh. Scheiße. Haben wir den hier schon mal gekämpft? Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, Kuhn, kümmer du dich um die Hunde. Ihr solltet die Wunden lieber gut abwenden. Scheiße. Bleib du mal hier. Wäre ich nur ein echter Cop. Nimm das. Das Spray der Gerechtigkeit. Oh, das Spray der Gerechtigkeit. Ciao, Diabetes. Zeig dir mal, wo der Hase hängt. Du hast gerade einen Gesetzeshüter angegriffen. Selbstverständlich. Du hast angefangen. Ich bin hier unschuldig. Ich bin hier nur ein Opfer. Mach die glatt. Glatt, glatt. Was auch immer.
gehen wir mal hier hin. Aua. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, wir müssen sie hier aufhalten, dass sie hier nicht durchkommen. Ah, scheiße. Da machen wir erstmal den Hund hier platt. Tut mir eigentlich leid, ich liebe Hunde, aber nicht, wenn sie mich angreifen. Sau das nicht, Blödsack. Boah. Ich verprügel dich gemäß Arbeitsanweisung. Du kannst ganz schön einstecken, Diabetes. Klar. Dass du es bemerkt hast. Habe ich mir die Anstrengung gespart. Ja, wir machen erstmal die Hunde platt hier. Lass mir auch was übrig. So, dann machen wir jetzt mal den Zeitfurz. Weil dann kann ich hinten den Hund nämlich platt machen. Hoffentlich. So, dann haben wir den nämlich hier auch. Zack. Schnapp den! Jo, jetzt übertreibt es mal nicht, Leute. Wir machen erstmal den Hund hier platt. Da ist der nämlich aus dem Weg. Kuhn und ich übernehmen die zwei und Captain Diabetes. Und die anderen. Scheiße für dich. Ja, jetzt haben wir eh die ultimative Kraft. Wer ist denn jetzt dran? Ich bin wieder da, wieder. Oh Mann, da ist er wieder. Bop, bop, bop. Der Kerl macht mich fertig. Immer wieder gerne. Der Kerl macht mich einfach fertig. Ich bin dran. Ja, benutze sie einfach mal. Das ist so geil, Alter. Täter am Boden. Also los. So, einer ist down. Blackhawk down. Blackhawk down. Geh du mal dahin. Obwohl, du kannst, eigentlich können wir ihn wiederbeleben, ne? Aber da macht der Polizist ihn eh platt, ne? Also an sich eigentlich eine blöde Idee. Geh einfach mal dahin. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Oh, scheiße, verkackt. Das mit der nicht tödlichen Gewalt gilt auch für dich. Vorsicht, heiß! Was wirft er denn, eine Granate? Das, oh, toll, verwirrt, scheiße. Lass alle Waffen fallen liegen oder stehen, Einbrecher. Die großen Bomben auszupacken. Ah, du lässt mir keine andere Wahl, als mich selbst zu verteidigen. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? So, jetzt können wir ihn aber zurückholen. Zieht mich mit rein und ich muss euch dann den Arsch retten. Klar. So, Captain Diabetes, jetzt mach ihn platt. Ich schon wieder. Okay. Diabetes ist cool. Ah, noch eins. Scheiße. Oh, Kuhn, du bist ein Vollidiot, Alter. Scheiße gelaufen, Neuer. Ich war Siebtbester im Online-Kurs. Du bist also geliefert. Das Knirschen ist echt befriedigend. Das kann ich mir vorstellen. Wir machen erstmal den hier platt. Macht euch bereit. Und du benutzt mal Moses. Wo ist Moses? Da ist Moses. Der Moses ist nicht schlecht, muss man echt sagen. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Jawohl. So.
Ah ja, Karten. Freunde, Daddy ist da. Aber muss sagen, wenigstens hat er diesmal sogar den richtigen getroffen. Halbwegs. Nein, diesmal nicht, mein Freund. Sagen wir, der Zeitfurz ist auch saugeil. Also hat natürlich jede Menge Vorteile. Jetzt haben wir gewonnen. Einwandfrei. Hab ich vorm Spiegel geübt. Endlich ist es vorbei. Meine Hämorrhoiden melden sich. Jawohl. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein Bild von, also ein Moses-Ding zusammenbasteln. Das steht schon mal fest. So, wir schauen mal gerade, ob nicht zufällig hier eine Katze ist. Aber anscheinend nicht. Da rein kommen wir auch nicht, oder? Ah, aber immerhin können wir die Tasche öffnen. So, hier hinten haben wir auch noch eine Tasche. Und da würde ich jetzt behaupten, ja, warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Es wird hier einen kleinen Schnitt geben und in der nächsten Folge werden wir dann ins Haus eindringen. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao, ciao.